gesagt und let it go. Einen wunderschönen guten Morgen aus Cebu City. Guten Morgen. Und der Fahrstuhl ist schon da. Wir haben jetzt gerade richtig gut gefrühstückt und haben uns gerade eben noch ein Grab bestellt, weil wir wollen heute zu den Kawasan Falls. Und da müssen wir jetzt als allererstes zum Busterminal kommen und auf das Grab warten wir jetzt gerade. Wir wissen noch gar nicht, wie das alles klappt. Wir haben uns so im Blog schlau gelesen, wie andere das gemacht haben, weil die meisten buchen natürlich eine Tour von Cebu. Wo die dann abgeholt werden und direkt hingefahren werden. Jetzt kommt unser Grab, wir melden uns gleich wieder. Und genau, wie wir gerade schon gesagt hatten, wir wissen noch nicht genau, wie das alles klappt, weil wir uns einfach nur im Blog schlau gelesen haben. Und wir werden das genauso machen, wie sie im Blog beschrieben haben, weil das zu teuer ist, wenn wir eine Tour machen und wir wollen es halt günstiger haben. Genau. Und deswegen werden wir zum Busterminal fahren, wenn alles klappt, 3 Stunden dahin fahren, bei den Kawasan Falls rausgelassen werden. Und dann gucken wir die uns an. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es tut mir übrigens leid, im Hintergrund läuft irgendein Film hier im Bus, deswegen ist es laut und die Klimaanlage und so, ihr wisst das ja. Und wir haben es im Bus geschafft. Wir fahren jetzt schon, ich glaube, zwei Stunden sind wir schon unterwegs. Eine Stunde fahren wir noch. Und wenn alles gut läuft, sollten wir über den Kawasan Falls ankommen. Und die Fahrt hat jetzt auch nur 140 pro Person gekostet für 3 Stunden. Und fast das gleiche haben wir auch fürs Taxi bezahlt, um von unserer Unterkunft überhaupt zum Busterminal zu kommen. Also voll krass, wenn man das so von Preisen vergleicht. Nach 4 Stunden sind wir jetzt circa angekommen. Der Busfahrer hat uns direkt hier bei den Kawasan Falls rausgelassen. Also jetzt nicht direkt, sondern direkt in der Hauptstraße. Und jetzt müssen wir noch ungefähr 1,5 Kilometer bis zu den Falls gehen. Und kann man auch eine Canyoning-Tour machen. Also wie beschreibt man das am besten? Da springt man Wasserfälle runter oder ich glaube, man hat auch die Option, irgendwie runter zu klettern oder so. Ja, genau. Ja. Also wir wissen noch nicht, ob wir das machen. Wir wollen uns zuerst jetzt als allererstes mal die Wasserfälle angucken. Also wir sind jetzt gerade immer noch auf dem Weg zu einem Wasserfällen und irgendwie habe ich mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, man muss hier so einen richtig abgelegenen Weg lang gehen, aber die Straße ist hier oder der Weg ist hier voll gut ausgebaut. Hier neben uns ist ein Fluss, ich denke mal, der gehört zum Wasserfall und sieht richtig gut aus hier. Also wirklich richtig gut. Für den Wasserfall muss man übrigens auch Eintritt bezahlen. Das waren jetzt nur 45 Pesos pro Person. Das sind ungefähr 80 Cent. Pro Person und wir haben uns jetzt gerade noch erkundigt, wann der letzte Bus nach Cebu City wieder zurückfährt, weil wir machen halt nur so einen Tagesausflug und der fährt um 7 Uhr abends. Also wir haben jetzt noch genug Zeit, alles zu erkunden. Wir sind jetzt angekommen und hier ist einfach so viel los. Also so viel hätte ich niemals erwartet. Wahnsinn. Thank you.
jetzt gerade noch ein bisschen schwimmen gewesen. Wir hätten euch ja gern mehr gezeigt, aber das geht ja nicht, weil unsere GoPro kaputt ist. Deswegen konnten wir halt die Kamera nicht mit ins Wasser nehmen. Aber die Kawasan-Falls sind auf jeden Fall wunderschön. Wahnsinn, sind richtig schön. Nur, dass es halt ein bisschen sehr touristisch ist. Ja, extrem. Wir also auch viele Filipinos sind hier. Ja, viele Einheimische. Wir haben uns das so ein bisschen weniger touristisch vorgestellt, aber klar, ist halt wunderschön und da möchte dann jeder hin. Aber wir werden, also man kann hier so eine Canyoning-Tour machen, das haben wir ja vorhin erzählt. Wir haben uns da jetzt gegen entschieden, weil wir auch gar nicht mehr die Zeit haben, weil wir den Bus dann ja auch wieder nach Cebu zurückkriegen müssen. Hm. Und deswegen machen wir uns jetzt wieder auf den Rückweg. Guckt euch das mal an. Könnt ihr die Spinne da oben sehen? Ich zoome mal ran. Die ist riesengroß. Wirklich riesengroß. Müssen wir überlegen, das Blatt wird einfach von Spinnenweben gehalten. Wir sind jetzt wieder bei der Kirche, wo wir vorhin rausgelassen wurden, weil wir jetzt auf den Bus hier warten. Also wir warten jetzt hier direkt am Straßenrand und hoffentlich hält er dann auch hier an und hoffentlich ist das auch der richtige Bus. Und wir haben uns so Mango gekauft. Also wir lieben Mango, das schmeckt so gut, das ist Sweet Mango. Schmeckt so übertrieben lecker, leider war es jetzt schon in Plastik eingepackt. Sonst hätten wir es halt nicht in Plastik gekauft. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis der Bus kommt. Also das ging jetzt gerade ganz schön schnell. Also kurz nachdem ich die Aufnahme ausgemacht habe, ist auch direkt ein Bus an uns vorbeigefahren. Mit einem riesengroßen Schild dran, Cebu. Und dann sind wir kurz auf die Straße gegangen, haben gewunken, der Bus hat angehalten. Und jetzt befinden wir uns auf dem Weg nach Cebu. Also wir müssen wahrscheinlich wieder so 3-4 Stunden fahren. Und dann müssen wir auf jeden Fall noch in ein Einkaufszentrum in Cebu, weil wir noch ein paar Besorgungen machen müssen. Guckt euch mal an, wie voll das hier ist. Und wie viel Platz wir wieder haben. Da laufen schon mal die großen Menschen hier in Südostasien reisen. Also, wir haben so wenig Platz hier. Nach einer sehr bequemen Fahrt sind wir endlich in Cebu angekommen. Da hat es auch nur 4 Stunden gedauert, also viel länger als wir gedacht haben. Ist das unser? Nee, ist nicht unser. Also wir haben uns gerade Grab bestellt und warten jetzt auf unseren Grab-Fahrer. Weil wir werden jetzt doch nicht zum Mall fahren. Wir wollen jetzt einkaufen und werden dann erstmal selber kochen, weil wir extrem Hunger haben. Wir haben jetzt heute den ganzen Tag eigentlich nichts gegessen, ne? Außer ein paar Riegel und Frühstück. Wir sind halt schon den ganzen Tag unterwegs. Also unser Grab müsste jetzt gleich kommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Guckt euch das mal an, wir haben hier ein richtig cooles Grab bekommen. So mit Bildschirm hinten. Und hier sind wir wieder. Das hier ist übrigens unsere bescheidene Küche. Richtig gut. Wir haben die beste Herdplatte der Welt und die beste Pfanne der Welt. Die Herdplatte an sich ist gar nicht mehr so schlimm, nur die Pfanne ist einfach, guck, die ist nicht beschichtet oder so und alles brennt an. Die wiegt auch gefühlt gar nichts. Also. Ja, wie so eine Trommel. Ja, ist echt so. Und wir werden jetzt ein, wie heißt das, Thai-Kokos-Curry kochen. Und das werden wir euch jetzt zeigen. Gut ist, wir haben hier in der Unterkunft auch einen Reiskocher, aber wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man den richtig benutzt, weil wir machen eigentlich genug Wasser rein, aber trotzdem brennt unten der Reis dann immer an, wenn der Reis fertig ist. Während der Reis jetzt kocht, schneidet Marie schon die Zwiebeln und gleich werden wir dann noch Knoblauch schneiden und das Ganze dann in der Pfanne anbraten. Während wir jetzt den Knoblauch und die Zwiebeln im heißen Wasser anbraten, schneidet Marie schon den Kürbis und die Kartoffeln. Wir haben jetzt den Kürbis und die Kartoffeln fertig geschnitten und gleich in die Pfanne dazugegeben und braten das jetzt für 5 Minuten ungefähr an. Und Marie schneidet dann in der Zwischenzeit schon mal den Brokkoli. Die 5 Minuten sind jetzt ungefähr rum und jetzt haben wir schon den Brokkoli dazugegeben und braten das auch noch mit an. Nach 1-2 Minuten anbraten haben wir jetzt das Ganze mit Kokosmilch abgelöscht. Damit das Curry einen richtig geilen Geschmack kriegt, geben wir grüne Currypaste dazu. Das war es dann eigentlich auch schon mit den Gewürzen. Ihr könnt das dann je nach Belieben mit Salz oder mit Sojasauce noch ein bisschen salzen. Das Curry jetzt so lange kochen lassen, bis der Kürbis durch ist und dann ist auch das Curry fertig. Und dann sollte auch der Reis fertig sein. Und fertig ist unser Kokos-Kürbis-Curry. Bitte einfach nicht beachten, wie ich gerade aussehe. Ich war gerade duschen, was übrigens sehr, sehr gut tat.
weil es so heiß war auf der Rückfahrt, weil wir mit einem nicht klimatisierten Bus gefahren sind, also jetzt auf der Rückfahrt, der dafür auch ein bisschen günstiger war. Und dementsprechend haben wir aber auch geschwitzt wie sonst was. Und was ihr gerade gesehen habt, was wir gekocht haben, das finden wir mega, mega lecker. Und deswegen wollten wir das Rezept einfach mit euch teilen. Wir kochen das jetzt immer, seit wir auf Bali waren, sobald wir eine Küche haben. Also dann kochen wir das meistens, weil es hier einfach auch günstig von den Zutaten her ist. Und super schnell. Und super schnell und einfach geht. Also falls ihr darauf mal Bock habt, könnt ihr das ja nachkochen, falls euch danach ist. Alles in der Videobeschreibung verlinkt, also alle Zutaten und so. Ja, genau. Dann könnt ihr es einfach nachkochen, wenn euch danach ist. Und dann gibt es wie immer noch ein ganz kurzes Fazit von uns zu den Karasan Falls. Wir würden sagen, ja, es hat sich gelohnt, weil hätten wir es nicht gemacht, hätten wir es auf jeden Fall bereut. Aber jetzt waren wir halt vor Ort und es ist halt extrem touristisch. Ja, ich glaube, das sagen wir fast jedes Mal bei irgendwelchen Orten, seit wir Australien verlassen haben. Aber es ist einfach so. Wahnsinn. Es war einfach die Hölle los. Man kann sich nicht vorstellen. Wir haben zwar damit gerechnet, dass viel los ist, aber nicht so krass. Was wir euch aber, denke ich mal, ans Herz legen können, ist, dass ihr vielleicht da vorher schon eine Nacht, oder dass ihr eine Nacht davor da schon hinfahrt und einen Tag davor, meine ich, dass ihr dann da eine Nacht schlaft und dann vielleicht richtig früh so um 5 oder 6 Uhr morgens aufsteht und dann dahin geht. Ich denke mal, da ist noch nichts los. Oder ihr dann da zum Beispiel diese Canyoning-Tour macht, da erlebt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr und habt ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber es war auch von der Natur her und von der, also wie das alles aussieht, einfach, das ist schon richtig gut. Genau. Also mehrere Wasserfälle direkt hintereinander und alle so türkisblau, also es sah schon geil aus. Und damit war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, wir euch vielleicht inspirieren konnten, selber zu den Karasan Falls zu fahren oder euch ein paar hilfreiche Tipps geben konnten, falls ihr hier durch die Philippinen reisen solltet. Und damit verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr uns abonniert, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Das ist natürlich kostenlos. Oder dem Video ein Like gibt, darüber würden wir uns sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.